Hallo und willkommen am Universitätsklinikum Karl Gustav Karls in Dresden. Ich bin der Kevin, ich mache die Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger und ich würde dir gerne zeigen, was dich in der Ausbildung erwartet. An der Karls Akademie, unserem internen Ausbildungszentrum am Uniklinikum, erlernen wir alle nötigen praktischen und theoretischen Grundlagen. Dabei unterstützt uns Herr Jansson, der Fachrichtungsleiter mit seinem Team. In der Praxis haben wir die Verantwortung über mehrere Patienten. Dabei stehen uns die Praxisanleiter zur Seite. Das gibt Sicherheit, denn der Umgang mit echten Patienten ist auch eine Herausforderung. Zusammen mit dem erfahrenen Pflegepersonal planen und organisieren wir alle notwendigen Pflegemaßnahmen, vom Verbandswechsel bis zum Waschen. Dankeschön. Darüber hinaus unterstützen wir den Arzt in seiner täglichen Arbeit. Zum Beispiel, indem wir Medikamente nach ärztlicher Anordnung vorbereiten und verabreichen. Bei dem Umgang mit verschiedenen Menschen ist es wichtig, einfühlsam zu sein, mit dem Patienten zu reden und auf deren Wünsche und Probleme einzugehen. Bei der Dokumentation der durchgeführten Pflegemaßnahmen müssen wir genauso sorgfältig sein wie bei dem Umgang mit dem Patienten. In der Ausbildung haben wir die Chance, in vielen Fachbereichen des Uniklinikums zu arbeiten, wie zum Beispiel hier im renommierten Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie. Dabei lernen wir zahlreiche Erkrankungen kennen, die zum Teil sehr selten sind. Ich bin glücklich mit meiner Ausbildung, da ich Menschen gerne helfen, wieder gesund zu werden. Das Uniklinikum Dresden bietet mir jeden Tag neue Herausforderungen, die ich als Teil eines starken Teams bewältigen kann. Wenn auch ihr in einem spannenden Beruf durchstarten wollt, bewerbt euch im Universitätsklinikum Dresden. Wir freuen uns auf euch!